Prag ist seit, glaube ich, in einer besonders schönen Erinnerung. Das war natürlich noch in einer Zeit, als es den Tschechen sehr schlecht ging, als Kommunismus, also da waren noch diese Schauprozesse gewesen. Und gerade deswegen war natürlich die Musik ein Raum, in den die Politik nicht eindringen konnte und wo die Menschen eben Entspannung und auch Ermutigung gefunden haben. Ich freue mich, dass ich als Österreicher wiederholt in die damalige Tschechoslowakei, heute Tschechische Republik ohne Slowakei, reisen konnte und fand dort also ein fabelhaftes, begeistertes Publikum. Nicht zuletzt deswegen, weil ich dort natürlich noch viele lebende Verwandte hatte, denn natürlich ein Teil meiner Familie war ja in Mähren geblieben, in der Nähe von Zlín. Von dort kommt meine Familie her. Ich kann mich noch erinnern, bei der Probe fühlte ich mich eigentlich gar nicht gut und dachte, wie werde ich die Chopin-Etüden schaffen? Das geht nicht. Und plötzlich kam da irgendeine Welle des Mutes über mich und ich habe sie selten mit so viel Freiheit gespielt. Es war ein guter, relativ leichtgehender, hell intonierter Steinway. Und besonders in Erinnerung ist mir, dass der damalige Botschafter in Prag, Dr. Rudolf Kirchschläger, in die Probe kam und sich die ganze Probe von mir am Klavier anhörte. Vielleicht das hat mich auch sehr ermuntert und ermutigt. Und später wurde ja Kirchschläger, der natürlich dann auch im Konzert war und nachher einen Empfang gab, er wurde ja der Präsident der Österreichischen Republik. Ich habe in der Carnegie Hall in jener Zeit, das ist 1965, zweimal gespielt. Konzerte, die meine Manager und ich gemeinsam veranstalteten. Das heißt, die Manager veranstalteten und ich zahlte. Das Publikum erschien zwar zahlreich, aber die Spesen, einen Saal im Zentrum von New York zu mieten, sind nicht gerade gering. Aber das spielt keine Rolle. Ich fand eine unerhörte Begeisterung, das hört man ja auch akustisch, weil ich schon mehrere Jahre lang nicht mehr dort musiziert hatte und 12 Jahre vorher bei meinen ersten amerikanischen Tourneen mit einer Begeisterung aufgenommen wurde, die sich dadurch erklärte, dass schon 2 Jahre vorher meine Platten von fast allen Kritikern sehr gelobt wurden und alle gesagt haben, ja, wer ist dieser neue österreichische Name, auf den muss man aufpassen, da kann was draus werden. Wenn man natürlich einen ganzen Klavierabend hinter sich hat, übrigens war damals der Daniel Barenboim und der Jörg Demus und auch viele andere Kollegen waren im Saal und haben mir nachher gratuliert. Also wenn man sowas hinter sich hat, dann hat man also eine irrsinnige Menge Adrenalin gespeichert und da sind diese Etüden wie eine Explosion gekommen. Ich muss heute noch selbst staunen über die wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der ich das gespielt habe, aber auch spielen konnte. Selbst bei den Musikwettbewerben höre ich es selten technisch und vor allem musikalisch so gut gespielt.